So, unser Fundstück muss mal einen Testlauf machen, damit ich weiß, ob sich die ganze Arbeit wirklich rentiert. Ja, ich habe heute testweise mal ein neues Cinch-Kabel eingelötet und irgendwie kam da nichts raus. Aber naja, wenigstens ist kein Kabelbruch in dem Gerät drin. Funktioniert soweit alles ganz gut. Und hier an der Seite hat man den Geschwindigkeitsindikator. Ja, hier steht drauf, oben 33 heißt, der obere Kranz muss stehen. Dann hat man genau das richtige Tempo. Man kann das hier noch anpassen, indem man hier an dem Rädchen ein bisschen herumwurschtelt. Aber das Poti hat irgendwie einen Wackel. Heißt, wenn ich jetzt hier falsch anfasse, dann fängt das voll an zu leiern. Da muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht ist es auch nur eine kalte Lötstelle. Aber wenn ich Pech habe, dann muss ich hier ein ganz neues Poti einfummeln. Die Frage ist, wo man so ein Ding nach 30 Jahren noch auftreiben kann. Naja. Vielleicht bei Konrad, da wo ich jetzt auch das Cinch-Kabel gekauft habe. Aber es dudelt sehr schön. Und das ist eine Scheibe, die habe ich mal promotet bekommen, als ich damals nur beim DJen war. Und ich habe jetzt einfach irgendeine rausgegriffen. Ja, und ne? Am Anfang war es ein bisschen mit Knistern und jetzt hört man nichts. Ja, der Dreher ist eigentlich so ganz gut. Man kann hier noch auf Repeat stellen. Dann wiederholt er das. Das ist ein vollautomatisches Gerät. Das heißt, der Arm fährt rein und wieder raus am Ende. Man hat hier oben Anti-Skating. Damit kann man einstellen, wie stark der Arm in die Innenseite der Platte gedrückt werden soll, damit er nicht aus Versehen nach außen wieder rausrutscht. Und man kann auch nass spielen, indem man hier hinten, das sieht man jetzt nicht, ich habe scheiß Licht hier. So, indem man hier, da, kann man einen Befeuchter einstecken und der läuft dann sozusagen vor dem Tonarm auf der Platte und macht dann die Scheibe nass und dann wird nass gespielt. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, mir gefällt dieses Gerät sehr gut. Ich habe das jetzt recht preiswert gekriegt und ich habe gerade mal bei eBay geschaut. Da geht es aktuell so für 110. Naja, ich habe es jetzt hier komplett auseinandergefummelt, einfach um es zu überholen. Den Deckel habe ich auch noch irgendwo liegen. Ja, und dann, ne, wird es ein tolles Geschenk. Ups, hätte ich das jetzt nicht sagen sollen? Scheibenmäulig.